Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir wie immer dienstags eine Themennacht und das Thema heißt, ich habe vergeben. Und ich frage euch, hat euch in eurem Leben mal jemand etwas sehr Schlimmes angetan? Vielleicht etwas wirklich sehr Schlimmes. Und ihr habt dieser Person trotzdem, vielleicht nach einer gewissen Zeit und vielleicht auch aufgrund bestimmter Vorfälle, vergeben. Wenn dem so ist, dann würde ich mich gerne mit euch darüber unterhalten. Warum habt ihr dieser Person vergeben? Was ist da in euch vorgegangen? Also, unser Thema heißt, ich habe vergeben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin, das ist die Marianne. Hallo Marianne. Hallo. Ja, hallo. Hallo Marianne, 65 Jahre bist du. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja. Ja, du hast dich zu dem Thema des Vergebens gemeldet. Warum? Ja, so ist es. Ja, Domian, ich mach's mal kurz. Und zwar, ich bin schon zweimal verheiratet gewesen, hatte unheimlich Pech und habe 2003 nach einer großen Enttäuschung einen Mann kennengelernt über einer Laien. Und wir haben viel gesprochen am Telefon und 2004 ist er zu mir nach Berlin gezogen, fand ich irre. Und das ist der heutige Tag oder war gestern der Tag, der 12.2. ist er dann zu mir gezogen und es lief bombastisch. Und wenn ich so sagen darf, wir sind beide finanziell, beide in der Insolvenz, aber ich war diejenige, die den klaren Kopf behalten hat und auch mit Geld sehr gut umgehen kann kann. Und man hat unheimlich gespart. So. Und nach einem Jahr, das lief gut, nach einem Jahr merkte ich eines Morgens, da klingelte das Telefon, er ging ja auch arbeiten, aber ich war schon zu Hause. Und da bin ich rangegangen und da war so eine SMS drauf. Da habe ich ihm darauf angesprochen, wie er dann nach oben kam und habe dann gesagt, was das soll. Naja, die kannte er von der Arbeit. Ach so, das war eine SMS von einer Frau? Von der Frau. Von der Frau. Ja. Und was stand in der SMS drin? Ob ihm das gut gefallen hat oder ob ihm das auch, ob er das wieder machen würde. Aha, also eine SMS, wo man sich Gedanken macht. Ja, und ja. Er war immer oder ist immer sehr aufmerksam überhaupt gewesen mit Blumen und mit mir kleine Geschenke gemacht. Ich muss aber dazu sagen, er ist ja 17 Jahre jünger. Und da habe ich dann nochmal nachgehakt. Es gab zwar eine Art Auseinandersetzung und dann sagte er mir erst, dass er bei einer Prostituierten war. Aha. So, naja, für mich fiel die Welt zusammen. Und die Prostituierte? Frage ich mal gleich zwischendurch. Die Prostituierte schickt ihm eine SMS? Ja, die ich komme aus Berlin und da sind doch immer in der Tageszeitung solche Anzeigen. Ja, na gut. Und da bin ich dann die Sache noch auf den Grund gegangen. Ich wollte genau wissen, welche Telefonnummer ist. Er zeigte sie mir auch. Und da war das dann los. Und da habe ich gedacht, wie kann jemand denn dafür so viel Geld ausgeben? Für mich waren 500 Euro sehr viel. Also natürlich in Anbetracht der Sache, der Tatsache, dass ihr beide ganz wenig Geld hattet. So ist es. Und abgesehen davon, dass er dich betrogen hatte, ja, ist dann eben auch noch sehr viel Geld rausgeballert worden, ne? Ja, ich war sehr, sehr traurig und muss sagen, ich habe immer gedacht, was hat eine Frau, was ich nicht habe, eine andere Frau. Gut, ich bin das Alter, das spielt eine Rolle, aber eigentlich bin ich eine ganz ausgeflippte, muss ich sagen. Ist das oft vorgekommen? Nein. Es ist einmal vorgekommen. Ja, und er hat mir ja zugegeben, war noch einmal, da hat er wohl 50 Euro und da habe ich dann entschlossen und habe gesagt, wir fahren nicht in Urlaub. Wir hatten Urlaub geplant. Ach so. Oh, das war die Strafaktion. Habe ich gedacht, so, ja. Und er weint, ihm ist es sehr schwer gefallen und dann habe ich auch gesagt. Ach, er hat geweint? Danach jetzt, ja, wo ich ihr das aufgedeckt hatte. Bist du denn mit diesem Mann noch zusammen? Ja. Ja.
Jetzt ist dieser Mann dir zweimal, ne, fremdgegangen. Ja. Mit einer Prostituierten. Ja. Einmal mit viel Geld, einmal mit nicht so viel Geld. Ja. Und du hast ihm aber vergeben. Ja. Ich hab sehr, sehr lange überlegt. Weil ich war mal sagen, ich muss dazu sagen, ich bin ja in dem Alter, wo man dann doch überlegt und dann noch eine Insolvenz, wenn man vorhin immer enttäuscht worden ist. Und ich hatte vor 2 Jahren davor gerade alles verloren gehabt, sogar meine Kinder durch Geld und alles sowas. Aber es ist eine lange Geschichte. Und da habe ich immer gedacht, es ist eigentlich das Werte, aber ich habe oder liebe diesen Mann. Ja. Glaubst du, dass er dieses Vergeben auch wirklich honoriert? Ja. Dann ist es ja gut. Es dürfte ja nicht passieren, dass er denkt, oh ja, okay, mit der kann man das machen und irgendwann kommt er wieder auf so seltsame Gedanken. Nein, ich habe ja immer gesagt, sollte ich irgendetwas merken und wenn es nur anhaltsmäßig so ist, dann würde ich sofort Schluss machen. Mhm. Und nun bin ich aber auch diejenige, ich bin offen mit umgegangen. Wenn jemand gefragt hat aus meinem Bekanntenkreis oder wie auch immer, und ich gehört schon Mut dazu, wenn man jemanden nimmt, der so viele Jahre jünger ist, nicht? Die haben immer gestaunt, nee, wie du das so schaffst und immer wieder von Neuem anfängst. Und dann, er wusste das, was viele auch gewusst haben. Ich bin auch offen mit umgegangen. Ach so, du hast es auch erzählt, dass er das gemacht hat. Ja. Ja. Hat er dir erklärt, warum er fremdgegangen ist? Nein, er weiß es nicht. Er hat gesagt, ja, gut, die Arbeitskollegen. Der Trieb ist mit ihm durchgegangen. Die sind dann haben dann doch gesprochen. Da wurde ein neuer Betrieb hier aufgebaut, hier in Berlin. Und da war er beteiligt dran. Und dann auch überlegt, vielleicht hat er auch was Neues gesucht. Ich weiß es nicht. Ist denn eure Sexualität befriedigend für dich, für ihn, soweit du das beurteilen kannst? Ich muss dazu sagen, die ersten 2 Monate nicht. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, das geht nicht, das geht nicht. Aber dann, ja, jetzt einwandfrei. Ja, hast du geglaubt, es geht nicht wegen des großen Altersunterschiedes? Oder gab es andere Gründe? Na, ich habe gedacht, das wäre Altersunterschied. Er sagt nein. Ja. Ich und geht mir nach wie vor immer durch den Kopf, das Alter, nicht? Gut, eine Frau altert sowieso ein bisschen schneller auf. Aber das, nein. Also, jetzt lebt ihr beiden zusammen in einer Wohnung? Ja, wir haben uns sogar im gleichen Haus eine größere Wohnung genommen. Im schönen Berlin? Im schönen Berlin. Im schönen Berlin. Und du hast ihm seine 2 Ausrutscher vergeben? Ja, habe aber immer wieder so im Hintergrund, das ist das Einzige, was ich immer so habe, ich könnte manchmal so ein bisschen so sticheln. Das habe ich noch drauf. Das darfst du natürlich nicht machen. Weiß ich, ja. Ne? Wenn man einmal vergibt, dann ist aber auch gut. Ja, Domian, das weiß ich ja. Ich sag's ja nur nochmal. Dann muss der Schwamm auch drüber. Ja, ich höre ja deine Sendung. Aber ich finde das ja auch immer toll. Ich finde das ja auch toll, wenn man dann sagt, okay, das ist so eine große Liebe und nun gut, es ist passiert. Und wenn er glaubwürdig seine Reue gezeigt hat, finde ich, sollte man auch dann sagen, okay, vergeben und vergessen und wir gucken nach vorne. Finde ich eine gute Einstellung. Ja, da sollte man auch. Und ich sage immer, man soll dann noch neu anfangen oder auch oder wie auch immer. Unbedingt. Man soll nicht sagen, davon abgesehen, aber doch, man sollte schon. Lieber Jan, ich freue mich, dass du angerufen hast, dass du durchgekommen bist. Ja, du Jan, ich habe aber eine ganz große Bitte. Bitte. Schon ein bisschen älter. Und ein Autogramm. Ja, natürlich. Das hat aber mit dem Alter nichts zu tun. Das ist völlig in Ordnung. Wir rufen dich gerne zurück wegen deiner Anschrift. Das ist lieb. Ja? Schönen Gruß an deinen Liebsten und euch beiden viel Glück. Ja, und ich kann einfach so auflegen. Du legst auf und du wirst von meinen Kollegen zurückgerufen. Ja, ich wünsche dir noch viele gute Sendungen. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, ihr Lieben, unsere Telefonnummer kostenfrei für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema Ich habe vergeben. Das ist ja nicht immer einfach, aber manchmal gelingt einem das ja, dass man einem Menschen, der einem vielleicht übel zugesetzt hat, irgendwann mal, dass man dann doch sagt, komm, nur ist es auch gut und ich trage dir das nicht nach und ich schließe so meinen Frieden mit dir. Wenn ihr so etwas in eurem Leben erlebt habt, vielleicht auch einer Person gegenüber, die euch wirklich was ganz Heftiges angetan hat,
dann meldet euch bei mir und mich würde das sehr interessieren, wie ihr das gemacht habt und warum ihr das gemacht habt. 0800 220 50 50. Hier ist Andreas. Andreas ist 19. Hallo Andreas. Hallo Domian. Andreas. Du hast auch... Sagen? Bitte? Soll ich Domian sagen oder Jürgen oder... Wenn du Domian sagen möchtest, sag Domian. Das ist schon in Ordnung. Kein Problem. Okay. So, soll ich anfangen? Ja. Ich war nur gerade irritiert, weil irgendein Handy hier... Das war wahrscheinlich... Nee, das ist meins. Ich habe meins noch nicht ausgeschaltet. Das war der Übeltäter. Warte mal, ich muss es mal ausmachen. Das wuppt dann so im Hintergrund. Hast du es auch gehört gerade? Ja. Ja, so. Jetzt ist es gut. Andreas, du hast auch jemandem vergeben. Ja, also gut. Erzähl. Meine Ex-Freundin. Wir waren vor 1,5 Jahren zusammen. Da sind wir zusammengekommen. Mhm. Das war in der Psychiatrie. So. Ihr habt euch beide in der Psychiatrie kennengelernt? Ja, genau. Ja. So ist es. Also das war... Magst du vielleicht ganz kurz sagen, warum du da warst? Vielleicht so mit ein, zwei Sätzen und sie? Ja gut, also das war, weil ich war halt, keine Ahnung, so hatte so Anzeichen von Depressionen und da habe ich mich so mit meinen Eltern zusammengehockt und dann haben wir alle zusammen so beschlossen, dass es vielleicht das Gescheiteste ist, wenn ich da ein paar Wochen auf die Station gehe. Verstehe. Und was war bei ihr los? Sie hatte Borderline. Ah ja, okay. Und dann haben die Ärzte mir erstmal so attestiert, dass ich manische Depressionen habe. Ja. Also da bin ich erstmal gar nicht mit klargekommen. Und dann war ich so nach einer Woche etwa, wo ich da drin war, war ich dann so mit meiner Ex-Freundin zusammen. Gut, dann... Warum lachst du? Nee, das heißt, ihr habt euch da gleich kennengelernt und auch dann gleich ineinander verknallt. Dann hatten wir relativ schnell Sex. Ja. Ja, sie hat anscheinend dann aber ein Kind gewollt. Und zu mir hat sie gesagt, sie verhütet. Mhm. Das hast du geglaubt? Ja, sie ist frei. Jetzt hatten wir gerade eine Störung in der Leitung. Machen wir es nochmal. Sie hat zu dir gesagt, dass sie verhütet. Genau. Ja? Sogar versprochen. So. Weil ich anfangs so meine Zweifel hatte, dann habe ich ihr gesagt, sie soll mir das versprechen, sonst geht nichts. Hm. Andreas, gehst du mal ein bisschen ans Fenster? Die Leitung, die geht immer irgendwie so weg, die Leitung. Da hört man, versteht man nicht so schlecht. Hm. So, besser. Geht jetzt besser? Ja, erzähl mal, dann merken wir das, ja. Okay, also dann war es ja so, dass sie in der Psychiatrie, da wusste ich ja noch nicht, dass sie schwanger war, also sie ist dann schwanger geworden. Also sie ist ganz schnell dann von dir schwanger geworden? Also quasi in den ersten Begegnungen schon. Und dann in der Psychiatrie, wo wir waren, ja, hat sie mich nochmal betrogen mit einem anderen, war praktisch... Also, in der Psychiatrie drin, Und dann sind wir zusammengezogen. Also, da habe ich ihr schon mal vergeben. Und als ihr beide dann aus der Psychiatrie rauskamt, ja, da seid ihr schon gleich dann zusammengezogen. Ja. Ja. Also, nicht gleich, so nach 1-2 Monaten dann. Und wusstest du da schon, dass sie schwanger ist? Ja. Ja. Wusste ich. Warst du da sauer? Ja, natürlich, total. Also. Aber du hast ja auch nicht verhütet, du hast ja auch keine Kondome benutzt. Ja gut, ich habe mich da auf sie verlassen. Also natürlich, aber es geht ja nicht nur um Verhütung, sondern auch um Schutz. Ja, also da habe ich ihr halt auch vertraut. So, von mir wusste ich es ja und... Ja, gut, aber das mit der Einstellung ist das halt nicht so ganz in Ordnung. Ich finde, man sollte immer darauf achten, dass man sich schützt. Okay, aber nun ist es dann passiert bei euch. Du warst sauer. Ja. Mhm. Gut, dann habe ich mir aber gedacht, gut, was sollen wir machen? So, das Kind, das ist ja so und so da. Und ja, das macht ja, also für das Kind schon einen Unterschied, ob ich jetzt sauer bin oder nicht. Und ja, da muss ich ja praktisch mich freuen. Mhm. So ist das Beste. Und ja, also was soll man da anderes machen? Ja. Dann habe ich mich eben so, also ich habe sie ja auch echt gemocht. Ja. Deswegen war es ja dann auch nicht so schlimm. Nur, dass mich das halt irgendwie ganz schön so umgehauen hat. Natürlich. Und wenn sie dir auch noch sogar fremd gegangen ist,
In der Klinik, wo ihr gerade mal zueinander gekommen wart, ist das ja schon hart. Ja, sicher. Also, das war ganz schön viel auf einmal so. Lass uns mal einen Sprung nach heute machen. Ist das Kind auf der Welt? Ja, genau. Ja. Gesund und fit, alles gut? Ja, sicher, aber ich habe es noch nicht einmal gesehen. Du hast es noch nicht einmal gesehen? Ja. Wie alt ist das Kind jetzt? Sag's mal, dann brauche ich nicht so schnell alles durchrechnen. 4 Monate. Wie? 4 Monate. 4 Monate. 4 Monate. Das heißt, du bist mit dieser Frau nicht zusammen? Nein. Nein. Warum seid ihr nicht dann zueinander gekommen? Ja, wir waren ja zusammen und dann habe ich Schluss gemacht, so, weil, ja gut, das war halt dann irgendwie doch zu stressig und ich habe halt irgendwie dann auch selber was erreichen wollen. Also ich bin jetzt 19 und habe halt gar nichts und dann war halt irgendwie doch überstürzt, dass ich da gemeint habe, ich muss jetzt dafür das Kind da sein und verstehe, dass ich mich da selber so in den Hintergrund schiebe und selber halt gar nichts mehr auf die Reihe kriege. Ist sie auch in deinem Alter? Ja, sie ist ein bisschen älter, ja. Also unbedeutend älter? Ja. 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 Geht es dir denn jetzt so seelisch, körperlich, psychisch wieder gut? Ja, total beschissen halt. Warum? Ja, also, mir geht es ja immer noch so, dass ich erstens das Kind nicht sehe, zweitens immer noch keinen Job habe und... Ach so. Ja, also... Nun heißt ja unsere Sendung, ich habe vergeben. Was genau hast du vergeben? Ja, also das war ja der Punkt mit dem Seitensprung, dass sie mir das Kind praktisch runtergeschoben hat. So. Und ja. So, das ist vergeben. Aber es ist nicht vergeben, dass sie dir das, dass du das Kind nicht sehen darfst. Warum darfst du das denn nicht sehen? Nee, das darf ich schon sehen, klar. Nur sie wohnt jetzt in so einem Heim für alleinerziehende Mütter. Und das war irgendwie, also nicht geplant, aber ist halt einfach viel zu weit weg. Und ich weiß nicht, also ich komme da halt echt nicht hin. Ach so. Meine Mutter, die hat sich da auch, also meine Eltern allgemein, da halt total abgeriegelt. Das interessiert die gar nicht so mit dem Kind. Und weil da halt auch nicht so viel mit zu tun haben. Ach, das ist ja eine Situation. Das heißt, du würdest so gerne das Kind sehen, verständlicherweise ist es dein Kind. Die Mutter würde dem sogar zustimmen, aber aufgrund dessen, weil ihr so weit auseinander lebt, geht es nicht? Ja, genau. Wie viele Kilometer liegen denn da zwischen dir und ihr? So 300. Ist ja wiederum nicht so viel. Ja gut, aber ich habe halt echt gar kein Geld, so nicht mal 10 Euro. Nicht mal 10 Euro, das heißt also Bahnfahrt und so ist gar nicht drin? Ja. Verstehe. Lebst du alleine im Moment oder noch bei deinen Eltern? Bei meinen Eltern. Und die geben dir nicht mal ein bisschen Geld dafür, um ihr... Es ist ja immerhin ihr Enkelkind. Ja, sicher, aber ich will ja auch die nicht fragen. Also ich fühle mich so schon beschissen genug, weil ich lebe halt hier und esse und trinke und... ja. Und die machen ganz dicht? Die sprechen auch gar nicht über dieses Thema Kind und so weiter? Nee. Aber die wissen, dass das Kind da ist? Ja. Und warum... Warum reden die nicht darüber? Was für eine Vermutung hast du? Ja, also es war ja von Anfang an so, dass meinen Eltern die Freundin unsympathisch war. Also die waren da von Anfang an dagegen. Und obwohl ich dann zu ihr gezogen bin, haben sie gedacht, ach du Scheiße, so ungefähr. Und haben dann erst so nach, also wo sie schon im 3., 4. Monat war, haben sie es dann erfahren. Und waren halt dann nicht so sonderlich begeistert und seitdem ist sie für sie gegessen und... Wie traurig. Auch wenn sie das Mädchen nicht mögen, müsste doch eigentlich ihr Herz aufgeweicht sein, spätestens nachdem das Enkelkind auf der Welt ist. Ja, dachte ich auch. Eigentlich müsste das so sein, finde ich. Ja. Das habe ich mir auch so gedacht, dass sich dann da was ändert. Aber so, jetzt, welche Perspektive haben wir vor uns? Die Perspektive ist, dass du irgendwie aus den Socken kommst und einen Job findest. Ne? Ja gut, ich habe mich jetzt für die Bundeswehr beworben. Ja. Also ich bin echt so groß, sportlich, eigentlich so der Mustersoldat. Ja. Die haben mich jetzt gerade abgelehnt. Die haben die abgelehnt? Ja. Also die Lösung, bitte? Also nicht für die Musterung, da war ich gut, also Einser und jetzt habe ich mich halt beworben als Unteroffizier und das haben sie halt abgelehnt. Also die Lösung wäre, dass du irgendwie... Kohle verdienst, um dann ein ordentliches Verhältnis halt auch aufzubauen zu deinem Kind. Nochmal gefragt, die Mutter hat nichts dagegen. Nein. Telefonierst du schon mal mit ihr?
Ja, selten. Mhm. Du musst doch irrsinnig gespannt sein. Da ist ein Mensch auf der Welt, ein ganz kleiner neuer Mensch, und du hast ihn noch nicht gesehen. Ist es ein Junge? Ja. Ein Junge, kleiner Junge. Mhm. Mensch, Andreas, welchen Schulabschluss hast du? Ja, das ist auch so eine tolle Sache. Also ich war 7 Jahre auf dem Gymnasium und ja, jetzt stehe ich mit dem Quali da. Was stehst du jetzt? Mit dem Quali da. Mit dem Quali? Ja. Das heißt? Ja, das heißt, also das ist scheiße halt. So, ich will mich auch nicht bewerben für irgendeinen Quali-Job. Das ist ja auch irgendwie, also... Ich weiß nicht, was du mit Quali meinst. Qualifizierender Hauptschulabschluss. Ach so, ja klar. Verstehe, also letztendlich hast du einen Hauptschulabschluss, immerhin, den hast du. Ja, super, das ist aber irgendwie gar nichts. Also nee, vor allem, dann wäre ja vielleicht auch eine Überlegung, wenn das jetzt mit der Bundeswehr nicht geklappt hat, dass du zumindest deinen Realschulabschluss nachmachst. Bist ja erst neu. Das ist denn so einfach, ja. Also das ist überhaupt nicht einfach. Also das ist erstens mal mit total viel Geld verbunden, weil dann müsste ich wieder auf die Privatschule und... Also auf eine staatliche Schule meinen Abschluss nachholen, das geht nicht. Da habe ich mich ja schon bei allen möglichen Schulen erkundigt. Also die Situation ist sehr verfahren. Ja, sehr. Ja, vor allem, ich muss jetzt auch irgendwie monatlich 200 Euro für das Kind da zahlen, weil das Amt irgendwie auf stur macht. Mhm. Also die Freundin, meine Ex-Freundin, die hat ja auch gemeint, sie will jetzt kein Geld von mir, solange ich keinen Job habe. Aber das Amt... Wie zahlst du das denn? Ja, momentan gar nicht. Die Schulden, die häufen sich jetzt an und ich stehe da. Also pass auf, Andreas. Das würde jetzt den Rahmen unseres Gespräches sprengen. Ich finde, wir sollten mal in Ruhe mit dir nochmal beraten, was du so alles tun könntest. Mhm. Natürlich gibt es da Möglichkeiten. Du bist ein junger Kerl von 19 Jahren. Da sind nicht alle Türen zu. Was man da so machen könnte, da würde ich gerne vorschlagen, dass wir dich jetzt gleich zurückrufen. Mhm. Das muss ja irgendwie... nach vorne gehen. Du musst ja irgendwie ein bisschen Boden unter die Füße kriegen. Ja? Ja. Lieber Andreas, schön, dass du angerufen hast. Und dass du mit mir gesprochen hast. Ja. Du wirst jetzt gleich von meiner Psychologin, der Heide, zurückgerufen. Das ist jetzt kein großes psychologisches Gespräch, sondern einfach ein Informationsgespräch, was perspektivisch alles möglich wäre für dich. Ja? Gut, kann ich von der Heidi dann noch eine Autogrammkarte haben? Ja, genau. Das kannst du. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, danke. Tschüss. Ja. Daniela ist hier. Daniela ist 26. Guten Morgen. Hallo. Hallo Daniela. So, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Und du hast dich auch zu unserem Thema Ich habe vergeben dich gemeldet. Ganz genau. Erzähl. Ich habe meinen Eltern vergeben. Was haben die Eltern angestellt? Ja, die haben also mir und meinen beiden Geschwistern also schon irgendwie die Kindheit ein bisschen verdaut. Inwiefern? Ja, meine Mutter ist eigentlich, seit ich denken kann, alkoholkrank. Mhm. Mittlerweile ist sie zwar seit 3 Jahren trocken, aber vorher eigentlich die ganze Zeit. Mhm. Und mein Papa war spielsüchtig und auch meiner Mutter gegenüber und uns gegenüber ab und zu auch sehr aggressiv. Das klingt wirklich nach schwieriger Kindheit. Ja, also es gab auch glückliche Zeiten, aber hauptsächlich haben die uns die schon sehr versaut eigentlich. Aggressiv heißt, dass er euch auch geschlagen hat? Ja, also uns auch ab und zu, aber hauptsächlich meine Mutter. In eurer Anwesenheit sogar? Ja. Ja, was ja sehr schlimm ist. Ja, also sehr schlimm auch, weil teilweise Türen eingetreten wurden, mit einem Messer wurde meine Mutter bedroht vor unseren Augen, also ging schon manchmal richtig heftig zur Sache da. Also ihr habt viel Angst auch ausgehalten in der Kindheit. Ja. Denn als Kind, wenn man das beobachtet, ist man ja in einer unfassbaren Angst, wenn die Eltern sich so in den Haaren haben oder wenn der Vater auf die Mutter losgeht. Ja, wir haben uns auch verkrochen. Also ich habe auch nie zum Beispiel versucht, meiner Mama zu helfen oder so. Also da hätte ich Angst gehabt, dass mein Papa dann auf mich draufhaut oder so. Mhm. Warst du die Jüngste oder mittendrin? Nein, leider die Älteste. Die Älteste? Ja. Mhm. Das ging dann quasi so von Anfang an, bis du in die Pubertät kamst und dann auch älter wurdest. Ja, also wirklich, also seit ich meine ersten Erinnerungen habe, so weiß ich, dass meine Mutter schon betrunken war, bis rüber, als ich schon ausgezogen bin, danach auch, also richtig trocken ist sie wirklich erst seit 3 Jahren. Mhm. Auch das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Erfahrung für ein Kind, für ein kleines Kind oder auch für einen Jugendlichen, wenn die Mutter besoffen irgendwo in der Ecke sitzt. Ja, vor allen Dingen auch, weil wir immer Angst hatten. Wir sind teilweise nicht zur Schule gegangen, weil wir dachten, wenn sie mit brennender Zigarette einschläft oder so, passiert irgendwas. Also das hat uns schon sehr beeinträchtigt. Gab es denn damals mal so im Wachen
Zustand, also wenn sie nicht betrunken war, den Versuch, es zu erklären oder sich vielleicht zu entschuldigen bei euch oder irgend sowas, gab es das früher? Ja, also sie hat schon versucht, sich zu entschuldigen, aber ich glaube, sie hat bis heute nicht eingesehen, dass das ihre Krankheit ist, weil sie immer noch die Schuld irgendwie woanders sucht, ob bei uns oder bei den Umständen mit meinem Papa damals. Also sie hat zwar eine Therapie gemacht, aber ich glaube irgendwie, die hat nicht richtig angeschlagen bei ihr. Aber sie ist trocken? Mittlerweile seit 3 Jahren, aber ich glaube auch nur, weil sie einen neuen Mann hat. Ich würde heute noch davon ausgehen, dass wenn die sich jetzt da trennen würden irgendwie, dass sie sofort wieder anfangen würden. Ach so, sie ist nicht mehr mit deinem Vater zusammen? Nein. Wie lange schon, seit wann nicht mehr? Warst du da auch noch zu Hause, als die sich getrennt haben? Nee, da war ich schon ausgezogen. Wir waren zwischendurch sowieso immer mal wieder getrennt, dann wieder zusammen. Ja. Und ich glaube, so endgültig zu Ende ist das erst seit 6 Jahren ungefähr. Und wie ist die Situation bei dem Vater, was die Spielsucht betrifft? Gar nichts mehr. Also der hat sich früh angefangen eigentlich zu ändern, wo er dann aufgehört hat zu trinken. Der hat auch nicht mehr gespielt, war auch gar nicht mehr aggressiv. Also das ging bei ihm früher als bei meiner Mutter. So, da hast du natürlich recht. Da kann man ganz klar sagen, ihr als Geschwister, wir machen den Eltern den Vorwurf, ihr habt unsere Kindheit und unsere Jugend versaut, weil ihr euch verdammt nochmal nicht am Riemen gerissen habt. Ganz genau. Du hast gesoffen und du hast die Mutti bedroht und warst gewalttätig. Und trotzdem hast du ihnen jetzt vergeben. Ja, also... Warum? Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich das einfach für mich brauchte. Ich hatte mit meinem Papa ein klärendes Gespräch, also nachdem meine Schwester wurde nachher in eine Pflegefamilie gesteckt. Und da habe ich gesehen, dass ihm das wirklich sehr mitgenommen hat. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo er so selber begriffen hat, was er alles falsch gemacht hat. Und da gab es dann halt das klärende Gespräch, wo er sich entschuldigt hat, wo er also ein bisschen versucht hat zu erklären, weil er hat auch nicht anders gelernt in seiner Familie damals. Und wo ich mir das alles von der Seele bei ihm reden konnte, da kam dann also wirklich der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, wir haben das jetzt geredet. Ich vergebe dir, also ich habe es ihm auch gesagt, so, ich vergebe dir. Ja, okay, das betrifft den Vater. Mit der Mutter, die Mutter siehst du, glaube ich, auch heute, wie du es gerade angedeutet hast, kritischer. Genau, also ich habe ihr innerlich zwar auf eine Art vergeben, weil ich glaube, ich könnte mich sonst mit ihr gegenüber nicht normal unterhalten. Also gab es denn mit ihr auch so ein klärendes Gespräch? Nein, nie. Also nie. Ich weiß auch, dass sie mir indirekt, wir hatten mal kurze Zeit nur Briefkontakt und da hat sie es mir auch irgendwie indirekt geschrieben, so kam es auf jeden Fall bei mir an, dass sie irgendwie auch mir immer noch ein bisschen die Schuld gibt, weil ich angeblich nicht richtig für sie da war und immer mehr zu meinem Papa gehalten habe und alles glaube, was er mir sagt, aber sie irgendwie nicht richtig ernst nehme. Und das finde ich auch eigentlich krass, wenn sie sagt, sie gibt dir die Schuld. Ja, und das war auch irgendwie, da habe ich auch überlegt, ob ich jetzt darauf noch weiter eingehe. Aber ich weiß, ich kenne meine Mutter, also die wird dann auf stur schalten und dann wäre gar kein Kontakt mehr da. Und ich habe lieber jetzt so Kontakt mit meiner Mutter, aber das trotzdem irgendwie noch ein bisschen dieses komische Gefühl im Hinterkopf. Also der Mutter ist mehr komisches Gefühl im Hinterkopf als beim Vater. Ja. Vater ist es geklärt, kann man so sagen. Ja. Die anderen Geschwister, wie sind die auseinander vom Alter von dir? Meine mittlere Schwester ist 4 Jahre jünger und die noch jüngere 8 Jahre jünger. Ah ja. Sehen die das auch so gelassen? Nein, also meine mittlere Schwester, die jetzt 22 ist, die hat zu meiner Mutter sehr guten Kontakt, zu meinem Papa gar keinen Kontakt. Und die ganz Jüngste, die lebt mittlerweile auch bei meinem Papa, da ist guter Kontakt und zu meiner Mutter guter Kontakt. Ah ja. Was glaubst du, warum das so für dich so wichtig war oder ist, dass du so ja jetzt eine solche, ich sag mal, entspannte bzw. relativ entspannte Haltung deinen Eltern gegenüber eingenommen hast? Ich glaube, weil ich sonst hätte den Kontakt abbrechen müssen, weil immer wenn man sich getroffen hat oder so, weil die Bilder, die sind natürlich immer da, die vergisst man nicht und da kommen auch immer Situationen, wo wenn irgendwas Schlimmes ist, so dass man denkt, oh, Papa rastet jetzt aus, ich darf denen das nicht sagen. Also sonst hätte ich, glaube ich, immer diese Spannung im Hinterkopf gehabt. Ich glaube, dass das Verzeihen und Vergeben funktioniert natürlich viel einfacher, wenn die andere Seite einem entgegenkommt. Ja. Ne, so wie du es von deinem Vater erzählt hast. Genau. Ich glaube, es ist um ein Vielfaches schwieriger zu verzeihen und zu vergeben jemandem, der nicht entgegenkommt. Ja, deswegen habe ich, glaube ich, auch besseren Kontakt zu meinem Vater als zu meiner Mutter. Und du meinst, es ist sinnlos, mit ihr doch nochmal zu reden? Ja,
Ja. Also wie gesagt, ich kenne meine Mama, die wird auf Stur schalten, die wird bei sich sowieso die Schuld nicht suchen, das hat sie noch nie gemacht. Mhm. Und ich glaube, das bringt da auch nichts. Also hast du für dich jetzt so entschieden, das ist das beste Arrangement, dass ihr einen einigermaßen guten Kontakt miteinander habt und du möchtest den Kontakt zu deiner Mutter ja auch nicht abbrechen? Ganz genau. Ja. Finden deine Geschwister das okay, wie du dich so verhältst? Ja, also mit meiner mittleren Schwester ist der Kontakt eigentlich auch nicht ganz so gut. Die weiß davon, glaube ich, gar nicht so, wie ich mich so fühle. Mit meiner jüngeren Schwester rede ich viel und die sieht es ganz genauso wie ich. Also obwohl sie guten Kontakt zu meiner Mutter hat, weiß sie auch, wie sie ist. Und die weiß auch, dass sie so reagieren würde. Ja. Ich finde es gut, was du gemacht hast. Also ich finde auch nachvollziehbar, wie du dich deiner Mutter gegenüber verhältst. Wenn du definitiv sagst, das bringt überhaupt gar nichts, mit ihr zu reden und dadurch würden die Fronten verhärtet und es würde vielleicht noch schlimmer, dass du sagst, ich gehe jetzt halt diesen Weg, dann das ist nicht der perfekteste, aber so haben wir mindestens Kontakt miteinander und wir sind zusammen. Finde ich auch gut, finde ich okay. Ja, das ist das Einfachste, denke ich. Denke ich auch. Daniela, danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und weiter im Programm geht's mit Nora und Nora ist 42 Jahre alt. Hallo Nora. Guten Morgen, Domian. Wem hast du vergeben und warum? Ich habe meinen zwei Brüdern und meinen Eltern mehr oder weniger vergeben. Meine Brüder sind 11 und 15 Jahre älter als ich und die haben mich über viele Jahre meiner Kindheit schwer sexuell missbraucht. Beide? Beide, ja. Über mehrere Jahre? Also angefangen hat es mit dem 6., 7. Lebensjahr und es ging bis zum 14. Und ist also mehr oder weniger auch nur geendet dadurch, dass beide, also im Abstand natürlich zueinander geheiratet haben und die Familie verlassen haben. Und als du 10 warst, war der eine schon 21 ja, und der andere schon 25. 25, ja. Und meine Mutter hat das Ganze gewusst. Und zwar, also ich selber habe es daran gemerkt, dass mein ältester Bruder ein Pornoheft bei mir im Schrank versteckt hat. Und sie hat das gefunden und hat mich dafür grün und blau geschlagen und hat mich immer wieder als schlechtes Stück Mensch tituliert. Da warst du wie alt? 10. 10, 11. Da hat die Mutter dich geschlagen? Ja. Und schlechtes Stück Mensch zu dir? Schlechtes Stück Mensch, ja. Und hat gesagt, also mir hat es immer wieder so hingebracht, ach so, die hat in einem sehr religiösen Wahn gelebt und hat immer wieder gesagt, so, der liebe Gott sieht alles und der straft dich auch dafür. Was, du bist sicher, dass sie gewusst hat, ja, was die Brüder machen? Woher bist du so sicher? Ja, anhand ihrer Reaktionen. Und sie hat ja auch gesagt, du verführst diese unschuldigen Männer. Ach so. Ja. Ach so, ich verstehe. Ja. Sie hat das sogar gesagt, du verführst diese unschuldigen Männer. Ja. Das sagte sie zu einem 10-jährigen Kind. Ja, ich meine nicht, ob das mit 10 schon so war. Also mit 10 war das mit diesem Pornoheft. Mhm. Ja, also wo man sich als Mutter doch einfach überlegen muss, wie kommt ein Kind an so ein Heft? Oder wieso interessiert sich ein Kind für so ein Heft? Ja. Und Sexualität und Körperlichkeit war bei uns in der Familie einfach tabu. Und es gab keinerlei Kritik von Seiten der Mutter an den Söhnen? Zumindest nicht offensichtlich. War ein Vater in der Familie auch? Der war da, aber war auch nicht da. Also der war wahnsinnig viel am Arbeiten und selten zu Hause. Und meine Mutter war unheimlich dominant. Und der Vater hat sich da nur untergeordnet. Also der hat relativ wenig überhaupt gesagt, auch zu diesen Verletzungen, die ich ja ganz offensichtlich hatte. Hat er das auch gewusst? Also mit dem Missbrauch jetzt? Mhm. Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe die Familie auch erst konfrontiert, da war er schon tot. Ja. Wann hast du sie konfrontiert? Wie alt warst du da? Ich bin jetzt 42, da war ich Anfang 30. Da hast du die Familie konfrontiert? Ja, aber nur brieflich. Also ich bin von meinem 16. Lebensjahr an mehr oder weniger vor meiner Familie geflohen, bin kreuz und quer durch Deutschland gezogen. Sobald mir Menschen näher kamen, war ich wieder weg. Und erst als ich mich entschieden habe, mit einer Therapie zu gehen, auch schon verschiedene Sachen gemacht hatte, habe ich irgendwann mit Hilfe einer Therapeutin die Familie brieflich konfrontiert. Wie hat die Familie, das heißt die beiden Brüder und die Mutter, darauf, du hast es klar ausgesprochen und es ihnen zum Vorwurf gemacht? Ganz klar ausgesprochen, ja. Wie haben die darauf reagiert? Also meine Brüder selber haben überhaupt nicht reagiert. Von dem einen Bruder, die Frau, die hat mich angerufen und hat mich beschimpft. Ich hätte ihnen, man darf es kaum laut sagen,
ich hätte ihnen das Weihnachtsfest zerstört. Das Weihnachtsfest. Das Weihnachtsfest, ja. Da habe ich nur gesagt, man hat mir mein ganzes Leben zerstört, ja. Und meine Mutter hat mich auch nur beschimpft. Die hat dich beschimpft. Beschimpft, ja, was mir einfallen würde. Und das wäre doch alles längst vorbei. Und ich wäre ja selber schuld. Und da kommt in mir als Zuhörer Hass auf. Ja, den hatte ich auch. Ich hatte Hass ohne Aber, Ende. Ja. Ohne Ende. Ja. Auch was bei mir ganz schlimm war, ich hatte unheimliche Zerstörungsfantasien. Also ich fahre dahin, ich beschmier denen die Hauswände. Ich will das zurückgeben. Ja, und ich wusste ja, dass, also ich meine, vom Verstand her war mir schon klar, das kann ich nicht bringen. Das ja, heißt, die, ja, ja, das heißt, die, diese Brüder, die damals erwachsene Männer waren, haben deine Kindheit zertreten, kaputt gerissen. Ja. Die Mutter auch. Die Mutter auch. Die Mutter auch. Ja. Diese Brüder haben über so viele Jahre dich sexuell missbraucht und haben mit dir geschlafen auch. Ja. Ja. Ich bin darüber körperlich wie seelisch krank geworden. Ich habe eine extreme Autoimmunerkrankung entwickelt. Ja. Ja, und habe, wie gesagt, lange, lange Therapien gemacht, die ich selber finanziert habe. Ja, weil bestimmte Therapien werden von den Kassen gar nicht bezahlt. Also wo ich immer wieder das Gefühl habe, jetzt muss ich auch noch dafür bezahlen. Ja? Absurd, absurd. Die Täter, also das ist ja mal die, die in den Knast gehen oder was. Genau, ja, die kriegen die Therapien bezahlt und die Opfer können gucken, wo sie bleiben. Ja. So, und jetzt bin ich ausgesprochen gespannt, wie du das jetzt erzählen wirst und begründen wirst, dass du diesen Menschen vergeben hast. Ich war vor Jahren bei einem Seminar von Bert Hellinger. Das ist diese Familienaufstellungsgeschichte. Genau, Und das ging damals, war eine Familienaufstellung für Menschen mit lebensbedrohlichen. Müssen wir vielleicht erklären? Das ist ich glaube, es ist gar kein Psychologe. Ist es ein Psychologe? Das weiß ich selber. Also zumindest hat ja so gewisse psychologische Ansätze, mit denen man Menschen helfen kann oder auch nicht helfen kann. Das ist umstritten, diese Schule, die extreme Erfahrungen gemacht hat. Genau, um ein bisschen zu verstehen, was passiert ist und warum es passiert ist. Und also ich hatte auch unterschiedliche Sachen über Hellinger gehört, war mir auch unsicher, aber ich habe gesagt, ein Versuch ist es einfach wert. Und während dieser Familienaufstellung, er hat sie abgebrochen in meinem Fall. Also er hat sie nicht zu Ende geführt, weil er gesagt hat, er hätte das Gefühl, dass ich das persönlich gar nicht verkraften würde. Kannst du vielleicht für jemand, der davon noch nie sowas gehört hat, vielleicht in ein paar Sätzen erklären, was eine Familienaufstellung ist? Ja, ich musste meine Familie, so wie ich das Gefühl hatte, dass sie zueinander standen, im Raum aufstellen. Und musste... Mit Figuren? Oder? Nein, mit Personen, die auch dabei waren. Ach so, mit einer Gruppe, mit anderen Menschen. Mit anderen Menschen, anderen Personen, für meine Mutter, für den Vater, für die Geschwister. Und sie so in Position bringen, wie ich das Gefühl hatte, dass sie im Leben zueinander standen. Und denen so einen Einstellungssatz geben. Was haben die zu mir gesagt? Wie standen die zur Familie? Und also das ist jetzt relativ schwierig. Das ist so kompliziert, aber so grob kann man das vielleicht jetzt sich vorstellen. Aber wie auch immer, entscheidend ist, dass diese Art der psychologischen Behandlung, wie auch immer sie umstritten sein mag, bei dir dazu geführt hat, dass du dann nach einer gewissen Zeit, wie lange hat es gedauert, bis es dann soweit? Noch lange nicht. Also was für mich da rausgekommen ist bei dieser Aufstellung, war ganz einfach, dass das eine Last ist, die über Generationen geht, die ich zu tragen habe. Also dass man, damals habe ich es noch nicht so ganz verstanden, aber ich habe mich ja inzwischen auch mehrfach gefragt, wie kann eine Mutter sowas zulassen? Also weil du meinst, dass die Mutter auch Opfer war? Ja. Oder vielleicht sogar ihre Oma Opfer Egal, war? Egal wer. Ne? Also dass sie muss ja auch, ein normaler Mensch kann doch sowas nicht zulassen. Und auch dieser religiöse Wahn, in dem sie war. Ja. So, und all das hat dazu geführt, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ich vergebe euch. Ja, der Hauptteil war der, dass ich gemerkt habe, wenn ich nicht schaffe, mich davon zu befreien, dann zerstöre ich mich selber. Dann führe ich das fort, was die mit mir gemacht haben. Das Argument überzeugt mich, Nora. Ja. Das überzeugt mich wirklich. Dieses mit der Familienaufstellung weiß ich nicht. Da kann man ja wirklich geteilter Meinung sein. Aber was du gerade gesagt hast, dass du es quasi auch aus Selbstschutz und um dich zu retten, denen vergeben hast, das verstehe ich. Weil du zerfrisst dich sonst. Ja, es
es hat mich zerstört. Ich habe gemerkt, diese Autoimmunerkrankung, das ist ja sowas, wo man sagt, der Körper zerstört sich selber. Mhm. Und immer hast du es wirklich ganz tief, bis in alle Tiefen deiner Psyche, hast du es wirklich vergeben? Ja. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe ihnen Briefe geschrieben, die ich nicht abgeschickt habe. Mhm. Ich habe mich ja teilweise noch nicht mal getraut, vor mir selber das niederzuschreiben, was sie mir angetan haben, geschweige denn, was ich ihnen an den Hals wünsche, was ich am liebsten mit ihnen tun würde. Ja. Und das hat ganz, waren lange Prozesse mit viel Schmerz und viel Tränen und das dann auch rituell. Ich habe das dann irgendwann, diese Schreiben, diese Bilder, die ich gemacht habe, verbrannt und in einen Fluss geschmissen, also so richtig rituell daran gearbeitet, um das loszulassen. Es waren immer wieder Prozesse, es kam immer mal wieder zurück. Gerade wenn ich gemerkt habe, wo ich in meinem Leben überall eingeschränkt bin, was die mir genommen haben. Also von der normalen Kindheit über eine normale Sexualität, Partnerschaft, Beruf, es ist alles nicht möglich. Würdest du denn sagen, nachdem es dir dann gelungen war, zu vergeben, dass es dir besser ging? Ja. Wie lebst du heute? Ich lebe mit Freunden zusammen in einer Hausgemeinschaft. Bin aber berentet, bin also nicht arbeitsfähig. Aufgrund deiner Erkrankung? Aufgrund meiner Erkrankung, ja. Und mache halt für mich weiterhin einfach immer wieder bestimmte Therapien und Dinge, um... Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess. Ja, ja. Das ist ein lebenslanger Prozess. Gab es einmal in deinem Leben schon die Möglichkeit für dich, dass du dich einem Menschen, vielleicht einem Mann, auch erotisch annähern konntest? Es gab beides. Es gab Beziehungen zu einem Mann, es gab Beziehungen zu einer Frau. Mhm. Aber nie mit einem wirklichen Fallen lassen, mit einem wirklichen endgültigen, also das heißt endgültigen, tiefen Vertrauen. Also das, immer eine Habachtstellung. Ja, auch dieses Gefühl, eher zu geben als zu nehmen, weil ich dann die Kontrolle behalte. Das heißt, Sexualität kannst du nicht genießen? Nein. Nein. Und das wird auch so bleiben? Weiß ich nicht. Also ich denke, ich hoffe, dass sich das mit der Zeit verändert. Ja. Also ich mache eine körperorientierte Therapie, um einfach meinem Körper wieder zu spüren, um lebendiger zu werden. Ich will dir mal sagen, du bist aber auch wirklich eine sehr tapfere Frau. Das kann ich heute. Früher hätte ich gesagt, ach was. Doch, ja, ja. Aber nein, ich habe ja nun auch schon sehr oft hier mit Menschen gesprochen, die ähnliche Schicksale haben, die vielleicht dann nicht die Kraft gefunden haben, so zu arbeiten an sich. Ich bin ganz oft am Suizid vorbeigerutscht. Das glaube ich, dass das nicht so aus dem Handgelenk alles funktioniert. Ja. Und immer wieder Hoffnung investieren und wieder zurückfallen und wieder. Und wenn ich, also sag, meine Familie, sage ich jetzt mal, ist heute ein sehr enger Freundeskreis, es sind wenige Personen. Und wenn ich die nicht hätte, also in meinem Leben mich nicht begleitet hätte, dann würde ich nicht mehr leben. Aber zu der Mutter, ich sag mal zu dieser Mutter, Die lebt nicht mehr. Ach, die lebt nicht mehr. Nee. Also mein Vater ist 1986 gestorben und meine Mutter vor 5 Jahren. Als du die Todesnachricht erfahren hattest, hat das irgendwas in dir berührt? Mit meiner Mutter jetzt. Ich habe es über meine Schwester erfahren, die gibt es ja auch noch. Es gibt eine Schwester auch. Es gibt eine Schwester, ja, mit der ich auch heute noch Kontakt habe. Ist die einzige. Und ich wusste, dass meine Mutter schwer krank ist und dass sie sterben wird. Für mich war aber von vornherein klar, dass ich da nicht hingehe, zu einer Beerdigung oder irgendwas. Auch in dieses Dorf bin ich nie wieder gefahren, seitdem ich weg bin von da. Also seit meinem 16. Lebensjahr. War es dir egal, als sie gestorben ist? Es war mir insoweit nicht egal. Ich hab gesagt, endlich, vorher. Ne? Ich hätte mir gesagt, hoffentlich stirbt sie bald, damit ich das Thema abschließen kann. Und das ganze Verrückte war, meine Mutter war auf Intensivstation und als meine Schwester dahin wollte, um sie zu besuchen, hat die Schwester, die ihr die Tür aufgemacht hat, sie gefragt, ob sie die Nora wäre. Und sagt meine Schwester, wie kommst du denn da drauf? Weil ich ja schon seit Jahren keinen Kontakt mehr habe mit meiner Mutter. Vielleicht kam ihr in dieser... Nee, und da sagte die Schwester... Meine Mutter hätte in ihren letzten Stunden nur noch nach der Nora gerufen. Ja, das war das schlechte Gewissen. Ja, das war die Schuld. Das war die Schuld. Ja.
Das, die Frau hat ihren Preis bezahlt. Und was ganz schlimm war, ich erinnere mich in meiner Kindheit und Jugend, solange ich zu Hause gelebt habe, wenn meine Mutter, die sonst sehr dominant und herrschsüchtig war, sich unbeobachtet gefühlt hat, zum Beispiel im Keller beim Wäscheaufhängen oder so, die hat im Keller geweint und hat gesagt, liebe Mutter Gottes, hilf. Ja, also ich denke, die hat immer schon mit einem wahnsinnigen Schuldgefühl gelebt und hat das aber alles auf mich projiziert. Sehr bewegend und sehr berührend, was du uns erzählt hast, liebe Nora. Ich danke dir für deine Offenheit und dein Vertrauen. Ich danke dir auch für die Sendung. Ich gucke sie jeden Abend. Vielen Dank. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Respekt für dem, was du schon geschafft hast. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Caro ist hier. Caro ist 43 und ich weiß nicht, ob Caro ein Mann oder eine Frau ist. Eine Frau. Hey, Domian. Hallo, Caro. Jo, ich habe das schon öfters mal versucht, bei dir durchzukommen. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Na, umso besser. Und dann gleich bei diesem spannenden Thema, ich habe vergeben. Ja, ich finde es jetzt irgendwie witzig, dich im Fernsehen zu sehen, aber dich über das Telefon zu hören. Ich habe meinem Ex einfach an seinem Grab vergeben. Dem Ex an dem Grab? Ja. Was hast du ihm vergeben? Alles, was er mir angetan hat. Er hat mir 18 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht. Wir haben ein gemeinsames Kind. Also ihr wart verheiratet? Nee, das nicht. Also, aber ihr habt zusammen gelebt? Ja, wir waren 4,5 Jahre zusammen. Ist ja eigentlich gar keine lange Zeit. Er wurde mit 18 Vater, ich war 20. Ja. Dann waren wir 3 Jahre zusammen, haben uns getrennt. Das hat er mir nie verziehen. Bitte? Das hat er mir nie verziehen. Ja. Und haben dann aber zwischendurch auch mal wieder in der WG zusammen gewohnt, waren nachher Nachbarn, hatten beide eine Wohnung nebeneinander. Einfach auch fürs Kind ganz toll, weil ich wollte immer, dass mein Sohn seinen Vater hat. Ja. Und als mein Sohnmann dann ins Gymnasium kam, fing der Vater plötzlich an, sich ziemlich einzumischen, so in die Erziehung und alles. Hat meinen Sohn sehr beeinflusst. Also es ging dann darum, mein Sohn hat hier im Haushalt nichts mehr zu tun. Es wäre keine WG, ich wäre die Mutter. Er muss kein Müll mehr runterbringen, er muss sich nicht mehr um seine Katze kümmern. Und ich habe studiert und Sohnemann war halt immer bei Vater nachmittags zum Lernen. Weil ich kann kein Französisch und Sohnemann hatte Französisch gewählt. Und dann bin ich irgendwann auch mal abends vom Praktikum nach Hause gekommen. Es sah hier aus in der Wohnung, ja, es stand hier. Und dann habe ich ziemlich erbost beim Vater angerufen und habe gemeint, würdest du das Kind mal nach Hause bringen? Wir haben jetzt 12 Uhr, also Mitternacht, ich möchte ins Bett. Und er hat mit Sicherheit auch noch gar nichts gegessen, so wie ich das kenne. Ja. Und dann habe ich gemeint zu meinem Sohn, weißt du was, also er hat mir das Kind gebracht und habe ich gesagt, weißt du was, wohn doch einfach mal 3 Monate bei deinem Vater und guck doch einfach mal, da musst du auch im Haushalt helfen. Weil Sohnemann sagte immer, Papa hat gesagt, ich muss hier gar nichts machen, du bist die Mutter. Wie alt war Sohnemann zu diesem Zeitpunkt? Da war er 14. 14, naja, schwieriges Alter. Ja. Ja. Und dann habe ich also mit dem Vater gesprochen und habe gesagt, na, wie ist es denn? Dann lebt der Kurze halt einfach mal 3 Monate bei dir. Dann gucken wir einfach, ne? Wenn es ihm gefällt, dann bleibt er bei dir. Ansonsten, und er kann ja jederzeit wieder zurück. Passierte das dann auch? Ging der Sohnemann zum Vater? Ja, ja. Er fand das ja da ganz prickelnd, weil Vater war ein Stück weit berühmt und vor den Kumpels sah das natürlich toll aus. Und ein paar Tage später hatte ich dann eine Anzeige der Polizei wegen Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung. Du? Ja. Von ihm? Von ihm, vom Vater. Vom Vater? Meines Kindes. Oh, weia. Da bin ich dann, also ich hätte das nicht mitgekriegt, wenn mir es nicht meine Nachbarn gesagt hätten. Die Polizei hat hier eine Befragung im Haus durchgeführt. Und natürlich, meine Nachbarn kannten meinen Junior, seit er klein ist. Ja. Und haben natürlich gesagt, da ist gar nichts dran. Und dann, also ich meine, das ist ja schon, wenn das absolut aus der Luft gegriffen ist, eine so gezielte Boshaftigkeit, dass es einem die Schuhe auszieht. Ja, er hat sich er hat das mit dem Ziel gemacht, dass das Kind gar nicht mehr nie wieder zu dir kommen könnte. Ja, und dann war ich natürlich bei der Polizei und habe das aufgeklärt und die meinten, naja, sie müssen halt jeder Anzeige nachgehen. Und dann meinte ich, natürlich vernachlässige ich mein Kind seit 3 Monaten, weil er lebt ja beim Vater. Ich habe ihn nicht gesehen. Er darf mich nicht besuchen. Was ist juristisch aus dieser Sache geworden? Das wurde eingestellt. Ja. Was hat er vielleicht so als Stichworte, was hat er dir noch angetan, der Ex? Ja, und dann ging es, also
los, dass mein Sohn sagte, er möchte bei seinem Vater bleiben. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, okay, da dein Vater handeln muss, wenn dir was passiert, sonst was, ich das alleinige Sorgerecht habe, dann gehen wir vor das Familiengericht und ich übertrage ihm das Sorgerecht. Mhm. Da hat der Richter damals schon gesagt, zum Vater, geht's ihm ums Geld oder geht's ihm ums Kind? Mhm. Dann meinte er, er wollte das Kind nie, was nicht stimmt, das Kind war ein Wunschkind. Aber er nimmt seine väterlichen Pflichten jetzt wahr. Also ich merke schon, ein völlig unappetitliches Gezerre, ja, hin und her mit dem Kind. Genau. Auf Kosten letztendlich auch des Kindes und auf Kosten deiner Psyche auch. Ja, und dann... Wann ist er gestorben? Vor 3 Jahren, das wurde zum April, wären es 3 Jahre, da hat er sich aufgehängt. Er hat sich aufgehängt? Ja, mit 39. Mit 39. Lebte der Junge zu der Zeit bei ihm oder bei dir? Er lebte bei ihm. Er lebte bei ihm. Hat der Junge hat ihn aber nicht gefunden, der Vater hatte das geplant, er hat das Kind zum Studieren nach England geschickt. Mhm. Der Junge hat es also in England erfahren, dass sein Vater tot ist, die Polizei hat ihn gefunden. Weiß man, warum er sich aufgehängt hat? Es war einfach so, er hatte eine eigene Firma, aber alles auf seine Freundin. Das lief alles auf die Freundin und die ist nach England abgehauen, hat alles mitgenommen, er hatte nichts mehr. Mhm. Er stand vorm Nichts. Er hat aber nichts geschrieben, also nichts hinterlassen. Er hat gar nichts hinterlassen. Mhm. Er war in psychiatrischer Behandlung, er hat sich selber in eine Klinik eingewiesen. Und hat das war ein Montag, da hat er dann den Klinikärzten gesagt, er hat ein Vorstellungsgespräch und muss deswegen nach Hause. Mhm. Die haben ihn rausgelassen und als er um 20 Uhr nicht in der Klinik war, haben sie die Polizei in die Wohnung geschickt und da hing er dann. Da war es passiert. Mhm. Ja, er hat eine richtige Konstruktion gebaut, er hat sich einen richtigen Galgen gebaut, also es war lange geplant. Jetzt hat dieser Mann dir dein Leben sehr schwer gemacht. Ja, ich durfte mein Kind jahrelang nicht sehen. Und ich habe ihn nach 6 Jahren wieder auf der Beerdigung gesehen. Da war es ein erwachsener Mann auf einmal. Wie ist denn das Verhältnis heute zu dem Jungen? Ganz selten. Ganz selten. Das heißt, er war jetzt einmal hier. Das heißt, du würdest sagen, dass dieser Mann, der tote Mann, dein Ex, letztendlich auch die Beziehung zwischen dir und deinem Sohn zerstört hat? Ja, hat er. So, und trotzdem hast du am Grab, wie du gerade gesagt hast, ihm vergeben? Ja. Direkt nach seiner Beerdigung oder jetzt erst später? Nein, direkt. Also er war schon eine Woche tot. Ich wollte gerade zur Arbeit, da kam der Anruf meiner Schwiegereltern oder Ex-Schwiegereltern. Wir waren ja nicht verheiratet, aber sind halt für mich wie Schwiegereltern. Mhm. Und meine Schwiegermutter war am Heulen und meinte, du musst zum Friedhof kommen, wir schicken dir ein Taxi. Und ich war völlig perplex, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann meinten sie nur, ja, er ist tot. Und also ich stand unter Schock natürlich erstmal, habe mich erstmal wieder umgezogen, ja. Ich habe mit Kindern gearbeitet. Ach so, da war er schon beerdigt, als du es erfahren hast. Nee, ich bin zur Beerdigung dann hingegangen und dann stand da in der Kapelle dieser Sarg, mhm, wo ich dann erstmal geguckt habe und gedacht habe, der passt da gar nicht rein, der Sarg ist viel zu klein. Mhm. Habe mit meinem Schwager da gesessen, Händchen haltend. Mein Sohn saß eine Bank weiter, mhm, hat auch nie geguckt, der hat mich nicht mehr angeguckt. Der Sohn. Ja, mhm, und erst als die Pastorin das Wort an ihn gerichtet hat, mhm, da guckte er mich an, einfach mit so einem Blick, Mama, hilf mir. Und da bin ich zusammengebrochen. Ich bin nur noch hin, habe meinen Sohn in den Arm genommen, wir lagen da auf dem Boden, in der Kapelle, haben geheult. Wie kam es dann dazu, dass du ihm vergeben hast? Ja, das Übliche dann, man läuft dann halt den Friedhof lang zum Grab. Der Sarg wurde abgesenkt. Als erstes war mein Sohn dran, der brach am Grab zusammen. Mhm. Er hat immer nur den Kopf geschüttelt, hat überhaupt nichts mehr verstanden. Dann war ich dran und habe da die Erde drauf und habe mich dann irgendwie so niedergekniet und dachte, okay, du hast so viel Scheiße gebaut, du hast mir das Leben echt zur Hölle gemacht, 18 Jahre lang. Also von Unterhaltsklagen, Lohnpfändungen, über alles. Ja. Er hat selber nie Unterhalt gezahlt, davon mal abgesehen. Mhm. Und wo ich dann einfach dachte, okay, warum? Also ich hatte dann erstmal so eine Wut, weißt du, ich habe dann so gedacht, warum hast du, Arschloch, mich nicht angerufen? Ja, aber warum in der Situation, ich verstehe schon, aber warum in der Situation, das ist ja eine hoch emotionale Situation am offenen Grab, dass es da schon zur Vergebung gekommen ist? Ja. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach so diese Wut, du Arschloch, warum hast du mich nicht angerufen? Mhm. Wir haben uns mal geschworen, wir bleiben trotz allem immer Freunde, egal was passiert. Mhm. Und dann dachte ich so, ey, im Grunde bist du ein armer Wicht. Mhm. Du tust mir leid, ich vergib dir einfach. Es ist endlich jetzt vorbei. Dieser ganze Terror, 18 mhm, Jahre lang, er ist vorbei. Mhm. Kam da schon auch so etwas wie Mitleid in dir auf? Ja. Weil er muss ja schon in einer großen inneren Not gewesen sein, dass er das getan hat. Ja. Und du kanntest ihn gut. Ich
kannte ihn sehr gut. Mhm. Ich glaube, wir waren die beiden, die uns am besten kannten. Er kannte mich auch sehr gut. Mhm. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass man in dir, in der, wie ich gerade sagte, hoch aufgeladenen, gefühlsmäßigen Situation so einen Satz denkt, vielleicht, ich vergebe dir. Hat dieses Vergeben angehalten bis heute? Ja. Und da bist du mit dir auch ganz im Reinen? Ja, ich sitze ganz oft da, denke drüber nach und fange dann auch oft an zu heulen, weil ich nicht verstehe, warum. Mhm. Beziehungsweise, weil ich kann verstehen, warum. Ja, seine ganze Existenz war im Eimer. Aber andererseits dachte ich auch, hättest du dich doch mal bei mir gemeldet, mein Gott, ja. Wäre die Letzte gewesen, die gesagt hat, ey, du kannst mich mal oder so. Du hast gerade kurz erwähnt, das waren quasi meine Schwiegereltern, seine Eltern. Ja. Das heißt, mit denen hattest du besseren Kontakt? Ja, es war mir zwar auch verboten, auch mit seinem Bruder, das ist wie für mich ein kleiner Bruder, der war auch verboten, aber wir hatten trotzdem heimlich immer Kontakt. So, jetzt wäre natürlich das Allerschönste, wie alt ist dein Sohn jetzt? Der wird jetzt 24. 24. Wenn es irgendwie einen Weg gäbe, dass ihr beiden zueinander wiederfinden würdet. Ja. Ja, er war jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, da ist er mal vorbeigekommen, weil er was fürs BAföG brauchte. Und ich war sehr erstaunt, dass er überhaupt plötzlich vor der Tür stand. Habt ihr beiden dann mal ein ganz offenes Gespräch geführt über die Vergangenheit? Nein, mein Sohn darfst du darauf nicht ansprechen. Das heißt, du musst letztendlich warten, bis er damit anfängt? Bis er anfängt. Also, den darf ich gar nicht darauf ansprechen. Dann reagiert er wie? Zieht sich sofort zurück. Er will darüber nicht reden, er will damit nichts zu tun haben. Hm. Das wird den Sohn mit Sicherheit auch sehr beschäftigen. Wenn nicht bewusst, unterbewusst irgendwie, ist das bestimmt immer da. Also mein Sohn geht auch nicht zum Friedhof. Hm. Ich war allerdings seit der Beerdigung auch nicht mehr da. Hm. Und er will da nicht drüber reden. Und ich habe mir halt auch gedacht, um mich mit ihm wieder anzunähern, darf ich ihn nicht auf die Vergangenheit ansprechen, ne? Was da alles so passiert und gelaufen ist. Ja, weil natürlich auch nicht, er hat ja ein ganz anderes Bild von seinem Vater, als du es hast. Ja. Und er hat auch ein anderes Bild von dir, das sicher geprägt worden ist von dem Vater. Das heißt, letztendlich bist du wirklich darauf angewiesen, dass er irgendwann den ersten Schritt macht und sagt, Mutti oder wie immer er dich anspricht, erzähl mal, wie hast denn du das damals erlebt? Ich möchte deine Sichtweise hören und dann möchte ich mir ein Bild, ein eigenes Urteil fällen. Naja, ich habe zu meinem Sohn ja auch, irgendwann habe ich ihn mal angerufen, habe gesagt, wie kannst du denn bitteschön an den Rechtsanwalt, es war ja dann der rechtsanwaltsstreitiger Unterhalt, ich meine, wie kannst du denn bitte sagen, du hast dein ganzes Leben hier nie was zu essen bekommen? Da habe ich gemeint, und was ist das überhaupt für ein Brief? An dem Datum, wo der abgestempelt ist, da warst du doch überhaupt nicht in Berlin. Da hat er ja nie was zugesagt. Jetzt haben wir aus den Unterlagen gesehen, er musste einen Blankoblock unterschreiben. Ach so. Und den Brief hat dann der Vater verfasst. Ach du je. Hat der Junge das kapiert? Weiß er das, dass das so gelaufen ist? Er hat unheimlich viel Schuldgefühle. Mhm. Er hat das schon kapiert. Ich meine, wenn er sowas jetzt sieht, wird ihm das doch sicher die Augen etwas öffnen, dass das alles nicht so war, wie er das verkauft bekommen hat von dem Vater. Aber er schämt sich halt unglaublich dafür. Und ich habe ihm auch gesagt, ich habe keine Wut auf deinen Vater. Wenn du so weit bist, dann kannst du kommen, ich bin immer für dich da. Ehrlich gemeint, und ich habe keine Wut auf deinen Vater, das ist absolut nicht. Ne? Und als er hier war, hat er auch ganz erstaunt geguckt, dass hier ein Bild von seinem Vater an der Wand hängt. Das Liebe Caro, meine Sendung geht vorbei. Die ist gleich zu Ende. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo, ich danke dir fürs Zuhören. Wünsche dir alles Gute. Jo, danke. Dir auch. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen und freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer und natürlich auch immer mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, immer kurz zu euer Thema reinschreiben, kurz umreißen und nicht vergessen, eure Telefonnummer auch anzugeben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.